Wie kann ich Social Service Design im Alltag einsetzen und welche Instrumente gibt es dazu? Ja, Service Design bietet einen ganzen Koffer voll Tools und Instrumente. Ich kann da jetzt nur einen ganz kurzen Einblick mal geben. Im Buch findet man das im zweiten Teil und da habe ich versucht, eben ja einmal so eine Kurzbeschreibung zu geben, auch was man an Zeit benötigt, Material benötigt, wie die Umsetzung aussieht und welche erwünschten Wirkungen damit erzielt werden können. Ich habe das rausgearbeitet aus der Literatur und mal ja, die Instrumente sozusagen im zweiten Teil aufgeführt, wo ich meine, die auch besonders wirksam und besonders zielführend für den Gesundheits- und Sozialbereich sind. Und das möchte ich gerne vorab wegschicken, ganz wichtig bei diesen Instrumenten, das geht oftmals auch in der Literatur ein Stück weit unter, ist die Moderation. Also Sie brauchen schon eine Person, die die Instrumente gut kennt, die möglichst auch Erfahrung in der Anwendung dieser Instrumente hat und hier auch eine Gruppe gut begleiten kann, auch dahingehend, dass ein Team hier wirklich auf Augenhöhe kommt und arbeitet. Also ich hatte mal einen Beratungsprozess, also ich bin auch ein bisschen noch in der sogenannten Wirtschaft draußen und berate gerne auch kleinere Einrichtungen und habe da einen Verein mal beraten, der ein Präventionsangebot, Suchtpräventionsangebot für Schul- und Kleinkinder anbietet. Und ja, hier hat man eben auch gesehen, dass es ganz wichtig ist, insbesondere in einer heterogenen Gruppe, in der jetzt der Mitarbeiter, der mit den Grundschullehrerinnen oder auch Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen arbeitet, drin ist, genauso wie die Geschäftsführung, in so einer heterogenen Gruppe tatsächlich ein Arbeiten auf Augenhöhe möglich zu machen. Und da braucht es eine gute Moderation. Ja, so ein Tool ist zum Beispiel die sogenannte Empathy Map, also wo man das empathische Einfühlen in die Nutzerin der Dienstleistung eben unterstützt. Und da geht es darum, tatsächlich mal sich reinzudenken, wie erlebt denn jetzt die Kundin mein Leistungsangebot? Ich habe ja die Nina in der Schuldnerberatung als Fallbeispiel durch das gesamte Buch durchgezogen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die junge Mutter, alleinerziehende Mutter, kommt zum ersten Mal in Kontakt mit der Schuldnerberatungsstelle, ist in einer wirklichen Notsituation, der Strom ist bereits abgestellt und so weiter. Wie gestaltet sich dieser Erstkontakt? Also sich da wirklich rein zu denken, wie kann man so eine Person auch mit dem Hilfs- und Beratungsangebot erreichen? Und da unterstützt die Empathiekarte sehr gut, weil sie eben reinführt in die fünf Sinnesbereiche. Also wie nimmt jemand wahr, wenn er das erste Mal in der Schuldnerberatungsstelle ist? Wir stellen uns hier als Designer ganz konkret vor, die Schuldnerin sitzt zum Beispiel im Warteraum. Was sieht die da? Was hört die? Kriegt die vielleicht mit, dass eine andere Person beraten wird? Sind die Türen schalldicht oder dringt da was nach außen? Das kann ihr Vertrauen massiv beeinflussen. Ja? Wenn sie zum Beispiel im Wartezimmer sitzt und hört Teile eines Beratungsgesprächs, darf nicht sein, würde das Vertrauen absolut stören. Oder wir fühlen uns auch ein. Was fühlt eine Person, die jetzt da im Wartezimmer sitzt und auf ihre Beratung wartet, während sie da im Wartezimmer sitzt? Was sieht sie? Vielleicht sind irgendwelche Flyer ausgelegt von dem Beratungsangebot, von der Beratungsstelle. Wie ist die Farbgestaltung? Gibt es Möglichkeiten, sich in dem Raum so hinzusetzen, dass sich die Person auch sicher fühlt? Oder ist sie da sehr ausgeliefert sozusagen allen Blicken? All diese Überlegungen werden bei der Empathy Map angestellt, auch wirklich in feinste Sinnesbereiche. Wie fühlt sich der Stuhl an, ja, auf dem sie sitzt? Also da geht man wirklich ganz konkret in das Erleben der Person, an die das Beratungsangebot zum Beispiel in dem Fall gerichtet ist.
Und am Ende bewertet man dann bei dieser Empathy Map, was sind tatsächlich sinnstiftende, gewinnbringende, die Person fördernde Erlebnisse bei dem Leistungserstellungsprozess und was sind eher destruktive Erlebnisse, die die Person auch vielleicht von diesem Angebot abbringen, die ihr Vertrauen in dieses Beratungsangebot stören, was sind Erlebnisse, die wir gar nicht wollen. Ja? Und es gibt doch eine sehr gute Struktur vor, lässt aber gleichzeitig genügend Raum für die Teilnehmerinnen, für das Design-Team, hier wirklich ganz individuell das auf das Leistungsangebot anzupassen. Also das Empathy Map können Sie jetzt nicht nur für Beratungsangebote verwenden, sondern für x-beliebige Leistungsangebote. Ist jetzt nur ein Beispiel aus dem riesen Methodenkoffer und es gibt da noch viele, viele andere Beispiele.